Hirn, was wir hier eigentlich zeigen. Do more ist unser Motto. Sie sehen es überall am Stand, an beiden Enden, an beiden Seiten. Do more heißt, Sie sollen gar keinen großen Aufwand in die Administrierung Ihrer Sicherheitslösungen, in Ihrer IT investieren, sondern Sie sollen Zeit haben für das, was Sie... Hier ist noch ein Mikrofon offen. Sie sollen Zeit haben für das, worum es eigentlich geht. Und das will ich Ihnen zeigen, wie wir das mit unseren neuen Businesslösungen machen, die hier ganz frisch an den Start gegangen sind. ISIT ist ein Unternehmen aus der Slowakei, ich glaube, wir kommen auf das Thema ISIT gleich nochmal zurück, ein Unternehmen, das als Technologievorreiter gilt in der Branche und das seit 1987. Wir sind also kein Newcomer, wer uns noch nicht kennt, das mag in Deutschland hier und hier und da noch der Fall zu sein oder der Fall sein. Wer uns noch nicht kennt, es gibt uns also seit 1987 keinen Newcomer. Zum Schutz vor Viren. Es gab einen Anlass, man hatte den ersten Virus in einem damals tschechischen Atomkraftwerk entdeckt und hat dann eine Technologie dagegen entwickelt, die 1992 zur Gründung von ISIT geführt hat. Gründung in der Slowakei und 1998, nur 6 Jahre später, gewann dann ISIT bereits den ersten VBR 100 Award. VBR 100 muss man sich vorstellen, ein großes Testlab, weltweites Ansehen, und man bekommt diesen Award nur dann, wenn man 100% aller In-the-Wild-Viren erkennt und dabei keinen False positiv generiert. 1998 war das bei uns das erste Mal der Fall und ich komme auf dieses Thema VBR 100 nochmal zurück. 2004, so Anfang der 2000er Jahre, begann ISIT sich global aufzustellen, von einem slowakischen Unternehmen, also einem europäischen Unternehmen, hin zu einem, das weltweit operiert. Mittlerweile sind wir in 180 Ländern der Welt verfügbar, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. 2009 bewerteten verschiedene Institute ISIT als eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen weltweit. 950% etwa Wachstum, das war etwa das, was ISIT damals an den Tag gelegt hat. Und auch heute wachsen wir glücklicherweise sehr, sehr stark, insbesondere auch hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Wir gewinnen an Relevanz und das ist für mich als Vertriebschef natürlich äußerst erfreulich. 2010 gab es dann schon den 60. VBR 100 Award in Folge. Rekordhalter, ISIT stieg auf zu einem Rekordhalter in dem Bereich, den 60. VBR 100 Award, und so sollte sich die Erfolgsgeschichte entsprechend fortsetzen. 2012, erste Teilnahme so als Meilenstein am Mobile World Congress in Barcelona. 2013 gab es 10 Jahre VBR 100 Awards in Folge, ohne Unterbrechung. Das hat außer uns, außer ISIT, kein anderer Hersteller weltweit geschafft. 2013 gab es noch ein wichtiges Ereignis. Bis dahin wurde ISIT in Deutschland von einer Exklusivdistribution repräsentiert, war also als Hersteller gar nicht vertreten. Seit 2013 sind wir also ISIT Deutschland mit Sitz in Jena, haben dort unser Team, wir kümmern uns um Vertrieb, um unseren Channel, wir bemühen uns um unsere Partner, um unsere Endkunden, haben dort einen deutschsprachigen Support, hat auch nicht jeder Hersteller, einen deutschsprachigen Premium-Support sogar für unsere Businesskunden und unsere Reseller. Wie gesagt, mit Sitz in Jena, also Technologiestandort und ein deutliches Zeichen für den deutschsprachigen Markt. 2014, also im letzten Jahr, erweiterte sich dann unser Zuständigkeitsbereich. Von Jena aus betreuen wir also heute den gesamten Channel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und 2014 war insgesamt ein sehr spannendes Jahr. ISIT hat unter anderem mit Operation Windigo einen massiven Schlag gegen Cyberkriminalität aufgedeckt und geführt, vielfach prämiert, auch von Virus Bulletin, die Forschungsarbeit, die ISIT hier geleistet hat. Und heute, 2015, stehe ich hier und möchte Ihnen etwas erzählen über ISIT Next Generation, unsere neuen Businesslösungen. Wir sind einfach mal auf die Idee gekommen, nicht einfach mal eine neue Endpoint-Version zu releasen zur CeBIT, sondern gleich unsere gesamte Palette aller Businesslösungen. Vom Endpoint, Mobile Devices, File Security bis hin zu unserer neuen Management-Konsole. Und was das macht, versuche ich Ihnen in den nächsten Minuten noch darzustellen. Vielleicht erstmal ein paar Worte über ISIT. Ich weiß nicht, kennen Sie alle ISIT? Haben Sie mit uns schon zu tun gehabt? Wer von Ihnen ist ISIT Reseller? Wer arbeitet schon? Sie sind ISIT Reseller. Wunderbar. Wer setzt ISIT im Unternehmen vielleicht ein oder auch zu Hause? Ja? Okay, vielleicht trotzdem noch mal ein paar Worte über ISIT. ISIT weltweit für Sie da. Headquarter, das habe ich schon gesagt, in Bratislava in der Slowakei. Damit sind wir ein europäischer Hersteller innerhalb der EU.
was in diesen Zeiten und in diesen Tagen ja nicht ganz so uninteressant ist. Es gibt vielfach, das ist auch eine Chance und eine Opportunity insgesamt für unsere Reseller, für den Channel. Es gibt mehr und mehr große Endkunden auch im öffentlichen Bereich, die sagen, ich möchte eigentlich keinen amerikanischen Hersteller mehr, ich möchte keinen, vielleicht auch keinen russischen, ich möchte keinen britischen. Da sind wir ganz gut aufgestellt im Moment mit unserem Headquarter in Bratislava und natürlich auch mit unserem Standort in Jena. Sie sehen das, wir haben verschiedene regionale Zentren in allen Teilen der Welt. Insbesondere erwähnenswert auch das Thema Forschungs- und Entwicklungszentren. Als vernünftiger Hersteller brauchen Sie einfach ein Netzwerk an Virus Labs, an Forschungs- und Entwicklungszentren, um immer dran zu sein an dem, was da draußen in dieser Cyberwelt passiert. ESET hat sich gewandelt. 1992 gegründet, damals von 4 Gründern. Mittlerweile eine Marke, die weltweit auf mehr als 100 Millionen Devices eingesetzt wird, mehr als 100 Millionen Anwender weltweit. Das macht uns zur Nummer 4 oder 5 in der Branche, je nachdem, welche Statistik Sie dort bemühen und wen Sie fragen. Also wir sind da ganz vorne mit dabei, global, also wirklich ein extrem relevanter Brand. Und das schlägt sich auch in den Mitarbeiterzahlen nieder. Mittlerweile fast 1000 Mitarbeiter weltweit, nicht mitgerechnet die Vertriebsorganisationen, die ESET aktiv vertreiben, Supportorganisationen, da kommen sicherlich noch mal ein paar tausend Leute dazu. Also wir sind da auch in dem Bereich hervorragend aufgestellt. ESET ist vielfach prämiert, Rekordhalter bei AV Comparatives, das ist ein österreichisches Testlab. Kein anderer Hersteller hat so viele Advanced Plus Erwähnungen und Auszeichnungen bekommen wie ESET. ESET ist der einzige Anbieter, der lückenlos von 1998 bis heute bei Viruspolitan mit Awards versehen worden ist. Und so gibt es also eine ganze Reihe von Auszeichnungen. Insbesondere auch, und das zeigen diese Auszeichnungen hier sehr gut, für Performance. Es ist etwas, das ESET-Produkte auszeichnet. Unsere Performance, unser niedriger Footprint, den wir hinterlassen auf den Systemen. Die Systeme bleiben performant. Und auf der anderen Seite auch das Thema Usability. Usability heißt auch, wie sich die Lösungen managen lassen, wie sie sich administrieren lassen, wie sie im Einsatz sich darstellen und verhalten. Warum ESET? Was sind so die Entscheidungskriterien? Ja, Sicherheit natürlich. Man möchte es sicher. Und wir sind ein auf IT-Security fokussierter Hersteller. Das ist unser Kerngeschäft, das sind unsere Basics. Da kommen wir her, da bleiben wir auch. IT-Security, unser Fokus und dementsprechend auch bei 1000 Mitarbeitern die entsprechende Kompetenz, die sich in unseren Lösungen niederschlägt. Wir reden mit unseren Kunden, do more, mehr Zeit fürs Business, weil unsere Lösungen sich gut administrieren lassen, gut managen lassen, im Einsatz also keinen großen Footprint hinterlassen und keinen großen Aufwand generieren. Das bedeutet, ich habe mehr Zeit für das, was es eigentlich ausmacht, nämlich für mein Geschäft, für mein Business. Wir haben ein Maximum an Schutz, ganz logisch, hohe Erkennungsraten. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ESET ist ein Pionier, wenn es um Technologie geht. ESET war der erste Hersteller, der heuristische Erkennungsmethoden in die Lösungen eingebaut hat. In den neuen Lösungen finden sich ganz neue Funktionen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Maximum an Schutz. Eine ausgezeichnete Bilanz, viele, viele Prämierungen, viele, viele Auszeichnungen. Was aber ganz hochinteressant ist, ist auch das Thema ROI, Kosten. Da ist es auch oft so, dass viele Anwender, wenn wir mit Anwendern reden, den Umstieg von einem anderen Hersteller scheuen. Es gibt viele, die Schmerzen haben mit ihrem gegenwärtigen Security-Hersteller. Und sagen, ach, das bremst meine Systeme so aus, es ist wahnsinnig aufwendig zu administrieren, aber der Umstieg kostet mich enorm Zeit und damit auch enorm Geld und deswegen scheue ich mich davor. Wir bieten hier Lösungen an, auch in unseren neuen Lösungen, automatisierte Rip-and-Replace-Lösungen, also ein sauberes Deinstallieren, automatisiertes Deinstallieren vorhandener Lösungen und ein automatisches Ausrollen von Installationspaketen auf alle Devices, das Ganze gut gemanagt. Und was natürlich auch für ESET spricht, ist das Thema gute Verbindungen. Wir haben hier in Deutschland einen Standort mit mittlerweile 70 Mitarbeitern, wir wachsen sehr stark, wir setzen auf diesen Standort, wir bauen unsere Supportkapazitäten aus, wir haben einen Premium-Support für unsere Businesskunden, für unsere Reseller, auch einen Consumer-Support für unsere Consumer-Produkte, alles am Standort Jena, alles deutschsprachig. Wir betreuen unsere Reseller vom Standort Jena aus und regional in verschiedenen Niederlassungen. Also das ist ein ganz klares Signal, ein ganz klares Zeichen. Worum geht es? Was
bietet das ESET Produktportfolio. Ganz klar, Sie sehen auch hier mit neu gekennzeichnet alle Lösungen, die wir Ihnen heute hier und hier auf der Messe insgesamt in komplett neuem, überarbeiteten Design, aber auch in einer komplett neuen Architektur präsentieren. Es ist nicht so, dass wir einfach ein kleines bisschen an der Oberfläche geschraubt und gefeilt haben, sondern es geht hier wirklich um eine komplett neue Systemarchitektur. Da sehen Sie zunächst mal Lösungen für verschiedene Endpoints, Endpoint Antivirus, Endpoint Security, Endpoint Antivirus, wirklich ein schlanker, sehr schmaler, auf Malware-Schutz fokussiertes Produkt, ein Virenscanner, der natürlich aber trotzdem schon Zusatzfunktionalität mitbringt, wie zum Beispiel Medienkontrolle. Also ich brauche keine zusätzlichen Tools mehr, um meine USB-Ports zu managen, um meine SD-Card wieder zu managen an den Devices. Das bringt bereits der Endpoint-Antivirus mit. Die Endpoint-Security, ein Produkt, das viel auch auf mobilen Rechnern, auf Notebooks, auf Laptops eingesetzt wird, bei Außendienststrukturen, die also irgendwo in fremde Netze sich einwählen. Da ist eine Personal Firewall zusätzlich an Bord. Endpoint Security für OS X können wir Ihnen auch hier zeigen. Wir sind einer der wenigen Hersteller, die dort auch entsprechend zertifiziert sind und auch von Apple selbst mit vertrieben werden. Da sind wir sehr stolz drauf. Endpoint Security für Android. Eine sehr komfortable Lösung für Android-Devices, also Tablets und Smartphones. Stichwort Bring Your Own Device. Alles auch managebar mit unserem Remote-Administrator der neuen Generation. Und so sehen Sie, setzt sich das fort. File Security, ein Produkt, ESET File Security für den Einsatz auf File-Surfern. Hier unterstützen wir, ich betone das ausdrücklich, auch nach wie vor Linux-Betriebssysteme, also Linux-Plattformen. Das ist auch nicht mehr in unserer Branche so alltäglich. Verschiedene Mail-Surfer-Produkte runden das Portfolio quasi ab. Gateway Security ist ein großes Thema für uns, gerade in großen Umgebungen. Und letzten Endes kommen wir ja, das habe ich bereits dargestellt, aus dem Bereich Malware-Schutz. Das ist unser Kernthema auch nach wie vor. Wir runden aber oder wir wandeln uns als Hersteller vom Produkthersteller zum Lösungsanbieter. Das heißt, rechts und links bauen wir unser Produktportfolio weiter aus. Und so finden Sie bei uns mittlerweile auch eine hervorragende Lösung für eine sichere Authentifizierung, eine Software-Authentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, die auch im Mix betrieben werden kann, rein softwarebasiert mit einer App auf einem Smartphone oder auch mit Hardware-Tokens, sehr einfach zu administrieren. Und auf der anderen Seite geht es natürlich, wenn wir über IT-Security reden, auch um das Verschlüsseln von Daten. Und deswegen gibt es einen Technologiepartner, mit dem wir auch dieses Thema mittlerweile lösen können. Also runde Lösungen, integriert aus einer Hand. Mehrwert. Was ist der Mehrwert für mittlere bis große Unternehmen von unseren Lösungen? Ich fange mal damit an, integrierter Datenzugriffsschutz. Ich habe es eben schon erwähnt, Bestandteil unserer Lösung ist zum Beispiel immer eine Medienkontrolle. Devices lassen sich managen, lassen sich kontrollieren. Ich muss keine zusätzlichen Tools dafür erwerben, die Geld kosten, die Administrationsaufwand kosten, sondern das ist Bestandteil, fixer Bestandteil unserer Lösungen. Und diese Lösungen kann ich, wie gesagt, zentral managen. Ich habe keine zusätzlichen Anschaffungskosten und habe das als fixen Bestandteil der ESET-Produktfamilie. Das gleiche gilt für Webschutz und ähnliche Themen, die wir sauber integriert haben in unsere Lösung. Zwischendurch mal ein Zitat. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von, ich habe es vorhin gesagt, 100 Millionen Anwender weltweit. Und wir durften ein paar Zitate einfangen und hier auch präsentieren. ESET hält, was es verspricht. Probieren Sie es aus, probieren Sie es selbst aus. Alle unsere Produkte gibt es als Trial-Versionen. Sie können die bei uns einfach auf der Internetseite runterladen. Wenn Sie Reseller sind, können Sie diese Trial-Versionen auch sehr gern an Ihre Endkunden abgeben. Die sind dann bereits Ihrem Reseller-Account zugeordnet und geschützt. Das ist etwas, das eben auch bei ESET so umgesetzt wird. Zwei-Faktor-Authentifizierung habe ich eben schon gesagt. Wir reden, wenn wir über IT-Security reden, eben nicht mehr als ESET rein über den Malware-Schutz, sondern wir haben heute andere Angriffsvektoren, die wir bei unseren Kunden natürlich auch wahrnehmen. Und oftmals versuchen sich eben Cyberkriminelle auch unbefugt Zugriff auf die Daten ihrer Kunden zu verschaffen, indem sie an die Passworte kommen. Hier spielt auch das Nutzerverhalten insgesamt eine große Rolle. Oftmals wird mit diesen Informationen viel zu leichtfertig umgegangen. Und wir bieten hier eine Lösung, indem wir einen zweiten Faktor für die Authentifizierung einbauen. Ich habe das eben schon gesagt, softwarebasiert, aber auch im Mix zu betreiben mit Hardware-Tokens
Und so kann sichergestellt werden, dass wirklich nur berechtigte Nutzer auf die Unternehmensdaten zugreifen. Übrigens, tolle Lösung. Wir bieten also hier schon Integrationen in verschiedene Standardlösungen, Standard-CRM-Systeme, Standard-VPN-Lösungen. Das bringen wir mit. Es gibt aber auch ein SDK, über das man als Endkunde oder auch als Vertriebspartner, als Reseller diese Lösung einbauen kann in individuelle Kundenapplikationen. Wieder ein interessantes Zitat. Ist es eine große Erleichterung zu wissen, dass unsere Daten durchweg geschützt sind? Und Sie sehen, wir sind weltweit unterwegs. Diese Statements kommen also von Kunden aus der ganzen Welt und erreichen uns über alle möglichen Kanäle. Ah ja, minimale Systembelastung, ich habe es gesagt. Das ist etwas, wofür wir sehr geschätzt werden. Wenn ich mal so unser Kundenspektrum analysiere, muss ich in deine Richtung, ja? Da lacht er. Okay, also dafür ist es bekannt, wenn ich unsere Kunden mal so analysiere, dann sind wir eben auch sehr häufig in Bereichen im Einsatz, bei denen es extrem auf Performance ankommt. Ältere Betriebssysteme, ältere Hardwarelösungen, auf denen ESET noch sehr, sehr performant läuft. Wir machen uns eben nicht so breit auf den Systemen. Und IT-Security und solche Lösungen werden zum Erfolgsfaktor. Ja, Produktivität ist der Erfolgsfaktor überhaupt. Und wir sorgen dafür, dass Business-Systeme produktiv bleiben, produktiv im Einsatz sind. Und das auch bei aktiven Scans, sodass man die Lösungen also entsprechend nutzen kann für das, was sie eigentlich gedacht sind. Nämlich Geschäft generieren. Super Performance, du spürst nicht einmal, dass das Programm läuft. Wieder ein Statement von einem zufriedenen ESET-Kunden in dem Bereich. So. Noch einmal das Thema Mehrwert. Für große Unternehmen in diesem Fall. Ich habe schon mehrfach angesprochen, dass unsere Lösungen ja über eine zentrale Management-Konsole administriert werden können. Das Ganze funktioniert agent-basiert, also hoher Automatisierungsgrad beim Ausrollen, beim Überwachen, beim Managen der Clients, spart Zeitaufwand und schafft so auch Freiräume für Administratoren, die sich anderen Aufgaben widmen können, als von Client zu rennen und dort irgendwelche Einstellungen vorzunehmen oder Konfigurationen vorzunehmen. Verschlüsselung, ich habe es gesagt, ein sehr, sehr elementares Thema. Ein Gerät verschwindet, wird gestohlen. Habe ich die Daten verschlüsselt, dann können die entsprechenden können die Diebe mit den gestohlenen Daten relativ wenig anfangen, wenn sie verschlüsselt sind. ESET also mehr und mehr Lösungsanbieter, Verschlüsselung, Authentifizierung und Malwareschutz. Okay. Nutzerfreundliche Managementkonsole. Das Problem in vielen Unternehmen ist es eben, dass es notwendig ist, die Dinge im Blick zu behalten. Ja, ich möchte das Thema Monitoring zum Beispiel zentralisiert nutzen. Ich möchte meine Reports über Aktivitäten im Netzwerk zentral nutzen. Wir haben eine starke Managementkonsole, komplett neu gebaut, komplett neue Systemarchitektur, webbasiert, sehr, sehr flexibel, individuell zu customizen. Wir bieten starke Reporting- und Monitor-Tools. Die Konsole bietet eine ganze Reihe von Funktionen, die auch weit über das Managen unserer Lösungen hinausgehen. MDM ist zum Beispiel ein Thema, Mobile Device Management, das mit unserer Management-Konsole gemacht werden kann. Application Control, dass Sie sehen, welche Software ist dann eigentlich auf welchem Client, auf welchem Device in Ihrem Netzwerk installiert, welcher Patchstand existiert dort. Das können Sie über unsere Management-Konsole lösen. Wir zeigen sie Ihnen gern live hier an den entsprechenden Präsentationsplätzen. Der ESET Remote Administrator, das ist ein Statement, das von vielen unserer Kunden kommen könnte, ist das Highlight, intuitiv bedienbar, einfach in der Bedienung, alles Wichtige auf einen Blick, auch Verwaltung und Lizenzierung, top, Kundenstatement. Wer bietet mehr? ESET, wir. Ganz klar, logisch, überzeugen Sie sich davon, probieren Sie es aus. Ich habe es schon angesprochen, wir setzen auf den Standort, deutschsprachiger Raum, Deutschland. Wir kommen aus Jena, haben dort unseren Premium-Support angesiedelt und bauen den konsequent weiter aus. Wenn Sie unser Kunde sind, können Sie das sicherlich bestätigen. Kurze Reaktionszeiten. Wir schalten uns gerne auch auf Ihre Systeme über Web-Tools auf, unterstützen Sie beim Optimieren, beim Konfigurieren. Wir unterstützen Sie auch und helfen Ihnen, stehen Ihnen Rede und Antwort, wenn es mal darum geht, einfach eine Lösung zu evaluieren.
Vielleicht setzen Sie unsere Lösungen in Teilbereichen Ihrer IT-Infrastruktur ein und überlegen, zusätzliche Devices mit unseren Lösungen auszustatten. Probieren Sie es einfach aus, kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gern auch durch den Premium-Support beim Konfigurieren, beim Aufsetzen der Lösungen und stehen Ihnen da mit Rat und Tat sehr gern zur Seite. Sie können allerdings auch sehr, sehr gern einen unserer in Deutschland 4500 Reseller fragen. Ja, wer nachher nochmal Lust hat, zu einem Vortrag zu kommen, ich glaube, ich bin 14.30 Uhr nochmal dran, dann rede ich über mein Lieblingsthema, nämlich wie wir mit dem Channel umgehen, was wir im Bereich Reseller, im Bereich Distributionen machen, wie wir uns dort aufgestellt haben. Das ist unser Fokus und dementsprechend betreuen wir unsere Reseller natürlich auch von unseren Standorten aus. Rip and Replace hatten wir vorhin schon mal. Ein Service, den wir jetzt zusätzlich eingebaut haben in unsere Management-Konsole, erleichtert natürlich den Umstieg, der aus Kostengründen, aus Aufwandsgründen sehr oft gescheut wird. Hier haben wir ein Tool, das sauber und zuverlässig andere Lösungen, alte Lösungen von den Rechnern entfernt. Das ist manchmal ganz schön tricky. Wir haben da ein tolles Tool entwickelt, das das für Sie löst und natürlich dann auch Aufwand entsprechend spart. Auf der anderen Seite kann man dann eben, Stichwort Replace, unsere Lösungen sauber ausrollen. Smarter geht's nicht. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ESET zeichnet sich durch diesen geringen Footprint auf den Systemen aus, hohe Systemperformance, geringer Administrationsaufwand, das schafft Freiräume für andere Tätigkeiten, für andere Aufgaben. Das sind so ein paar Funktionen, die neu sind in unseren neuen Business-Lösungen. Ein Exploit-Blocker, weil wir feststellen, dass darüber doch eine ganze Reihe von Angriffen erfolgen, eine Vielzahl der Angriffe erfolgt. Exploit-Blocker schützt also Ihre Kunden oder wenn Sie selbst potenzieller Kunde sind, zuverlässig vor Zero-Day-Attacken. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir registrieren am Tag etwa 250.000 neue Bedrohungen und da läuft eine ganze Menge über diesen Weg. Schützt also zuverlässig in dem Bereich. Erweiterte Speicherprüfung, auch eine neue Funktion. Wenn sich also getarnte Malware im Speicher niederlässt, dann wird die automatisch über diese Funktion aufgespürt und eliminiert. Botnet-Erkennung. Werden Sie nicht zum Teil eines Botnets. Wir erkennen zuverlässig mit dieser Komponente Botnet-Komponenten auf Ihren IT-Systemen, entfernen Sie zuverlässig. Und letzten Endes auch das Thema Schwachstellenprüfung. Viele Anwender nutzen natürlich die entsprechenden Produkte, Java etc., Acrobat Reader, sonst irgendwelche Dinge, die bekannt sind dafür, dass sie viele Schwachstellen bieten. Und wir haben hier ein zuverlässiges Tool, das also diese Schwachstellen prüft und entsprechend auch absichert. Erfolg auf ganzer Produktlinie. Ich komme so langsam, so ganz langsam zum Ende meines Vortrags. ESET zeichnet sich dadurch aus, enorm stark zu sein, besonders stark zu sein im Bereich der proaktiven Erkennung. Also bei 250.000 Bedrohungen am Tag sind Sie eben mit einer rein signaturbasierten Erkennung nicht wirklich geschützt. Deshalb ist es wichtig, andere Erkennungsmethoden in den Produkten zu haben. Dafür ist ESET bekannt, ist Pionier in dem Bereich und bringt immer wieder neue Ansätze, reagiert auf aktuelle Bedrohungslagen, indem neue Elemente in unsere Scan-Engine eingebaut werden, um sie so umfassender vor dieser zunehmenden Bedrohungslage zu schützen. Speed. Die Systeme sollen natürlich, also warum hat man eine IT-Lösung? Natürlich, weil man damit produktiv arbeiten will und nicht, weil man da auf einen Virenschutz installieren will. Also müssen wir dafür sorgen, dass unsere Produkte so performant laufen, dass diese Produktivität nicht eingeschränkt wird. Das tun wir doch sehr, sehr gut. Okay. Usability. Das ist ein Thema, das nicht nur die Admins betrifft, sondern natürlich auch die Anwender. Am besten ist es, wenn man so eine Lösung installiert und dann möglichst nicht mehr sieht und nicht mehr spürt. Usability heißt aber eben auch, wenn mal etwas ist, dass ich mich durch die Lösung durchfinde, dass es selbsterklärend ist, dass es übersichtlich ist, transparent und überzeugen Sie sich davon, wir können Ihnen das gern an den Präsentationsplätzen zeigen. Das war's für den Moment von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wer Lust hat, wer sich für vielleicht eine Vertriebspartnerschaft von uns interessiert, kann gerne noch ein bisschen bei uns am Stand bleiben, schauen Sie sich vielleicht die Lösungen an. Wenn Sie damit fertig sind, bin ich auch wieder ready und erzähle Ihnen was über unsere Channel-Philosophie. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Mike Wetzel.